Ja, Yves, warum stehst du eigentlich jeden Morgen auf? Meistens, weil ich muss bisseln. Sehr Manchmal auch, weil romantisch. ich Hunger habe. Aber eigentlich, in der Regel kommt die kleine Tochter und schreit. Bist du begeistert von dieser Frage? Ich sehe es schon. Das ist der Nein, ich Klassiker finde von es der wirklich eine schöne Frage. Philosophie. Ich finde es eine schöne Frage. Aber man kann sie auf verschiedene Arten verstehen. Es gibt ja sozusagen das grosse Sinnproblem, wenn man so von ganz außen Vogelperspektive. Vogelperspektive aus dem Weltall auf uns herabschaut, dann fragt man sich, was hat das Ganze für einen Sinn? Irgendwann wird die Menschheit aussterben und unsere Erde irgendwie in die Sonne implodieren und so weiter. Und dann hat es uns einmal gegeben, es ist alles vorbei. Und auf diese Frage habe ich keine Antwort. Ich würde sagen, so ist wahrscheinlich das Leben, das ist einfach sinnlos. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen, oder? Da würden wahrscheinlich viele Gläubige widersprechen und sagen, ja, wir sind zum Beispiel Gott gewollt oder es gibt einen grossen Plan hinten dran. Aber Aber genau, die Philosophie steht nicht fertig bei der Vogelperspektive, sondern würde sagen, es gibt Froschperspektive. ja. Du liegst im Bett und stellst dir 10 Fragen. Darf ich noch schnell zu der religiösen Perspektive etwas sagen? Also für mich ist das auch nie wirklich eine Antwort gewesen auf das Sinnproblem. Angenommen, es gibt einen Gott und es gibt ein Leben nach dem Tod und es gibt irgendeinen Plan, da fragt man sich trotzdem, Warum gibt es den warum Plan? gibt es das alles? Und warum gibt es nicht einfach nichts? Und warum gibt es Gott und warum hat er uns nur erst dann geschaffen? Und warum? Also es gibt, mir lässt sich unglaublich viel Probleme noch mehr auf, wo irgendwie die Sinnfrage auch nicht wirklich beantwortet für mich. Der Terry Eagleton, der britische Philosoph, der hat ja mal so schön gesagt, der Sinn vom Leben befindet sich eben nicht wie der Blinddarm im Unterbauch, sondern man muss ihn finden, man muss ihn konstruieren. Und das wäre dann eben die Froschperspektive, dass man Genau. sagt, so wie wir als Wesen unser Leben führen, können wir das sinnvoller tun oder weniger sinnvoll tun. Und der Sinn vom Leben ist eigentlich eine stetige Aufgabe für uns, Genau. das zu konstruieren. Und dort sind viele Sachen, die ich würde sagen, wo ich Intuitionen habe. Zum Beispiel, wenn ich mich entfalten kann, also Freiheit, Autonomie, mein eigenes Leben leben und nicht irgendwie ein vorgegebenes Leben leben oder gezwungen sein, irgendetwas zu tun, dann fühlt sich das Freie irgendwie sinnvoller an. Und das andere, was genauso wichtig ist, helfen. Also irgendetwas Gutes zu tun, jemand anderem zu helfen, ist für mich so etwas von sinnstiftend. Das hinterfragst du viel weniger. Also einer, der bei Ärzte ohne Grenzen arbeitet und irgendwie seine Lebensenergie darin investiert, ja, in arme Länder zu gehen und Krankheiten zu bekämpfen, das ist irgendwie, der weiß, wofür du aufstehst. Es leuchtet mir extrem ein, was du sagst. Ich glaube trotzdem, man kann die Frage vom Sinn vom Leben auch in bestimmter Art und Weise wie zu ernst nehmen oder zu wenig ernst nehmen. Ich glaube, die, wo sie zu wenig ernst nehmen, das sind Zyniker. Die sie zu ernst nehmen, könnten aber die sein, du hast vorhin Médecins Sans Frontières gesagt, ich meine, wer hat je etwas gegen so eine Tätigkeit? Natürlich ist das in hohem Grad nicht nur sinnstiftend, sondern auch sinnvoll. Aber jemand, wie würde sagen, mein Leben macht darum Sinn, weil ich so unglaublich wichtig bin. Das, glaube ich, wäre zu ernst nehmen und dann kippt es in Narzissmus. Und ich glaube, Narzissmus und Zynismus sind keine guten Antworten oder keine guten Haltungen. Es gibt ja ganz verschiedene Lebensentwürfe. Es gibt Leute, die Sachen wichtig finden, die für mich total unwichtig sind. Jetzt irgendwo shoppen oder ich weiß nicht, irgendwie ein Wochenende lang gamen oder irgendwas. Das ist mir einfach nicht wichtig so. Und jetzt für die ist das aber wichtig. Und ich würde die auch nicht kritisieren im Regelfall. Aber es gibt doch trotzdem so Beispiele, wo man würde sagen, dem wird man eigentlich sagen, lebe doch anders, das ist nicht irgendwie ein sinnvolles Leben, das du da führst. Einer, der die ganze Zeit nur daheim auf dem Sofa sitzt und Chips frisst und Fernsehen schaut und seine Talente irgendwie verrührt und nichts daraus macht und niemandem hilft und so. Ich finde, ein ganz schönes Beispiel ist beim John Rawls in seiner Theorie von der Gerechtigkeit, der Grashalmzähler. Das ist ein Mathematiker, der eine großartige mathematische Karriere an der Uni macht, aber seine liebste Tätigkeit ist bäuchlings im Gras liegen und Grashalme zählen. Und dann würde man irgendwie sagen, Entschuldigung, es gibt noch irgendwie Sinnvolleres zu machen. Also welcher Blick auf die Person erlaubt uns eigentlich, so ein Urteil zu fällen? Wenn das für den irgendwie erfüllend ist und der das als wichtig empfindet, würde ich sagen, wer bin ich denn, dass ich dem das irgendwie vorschreibe oder sage, du hast dein Leben verfehlt oder so. Aber zählt Ich er finde es nur extrem heikel. Also ich würde das in sehr, sehr, Bewertung? sehr wenigen Fällen machen. Also nur die subjektive Bewertung ist für dich ausschlaggebend. Was Gibt es heisst keine das? objektiven Kriterien? Ja, sag mir sie. Also ich würde vielleicht Was ein so. sinnvolles Leben für jeden Menschen ist, was weiß ich. Es gibt doch
so etwas wie eben Entfaltung, hast du zum Beispiel gesagt. Das finde ich sehr ein gutes Stichwort. Das ist so eine Idee, die Aristoteles auch sehr stark hatte, dass man alle so wie eine Blume sich entfalten kann und ihre Kelche ausbreiten. So können auch wir Menschen etwas aus uns machen, etwas werden. Also ein Potenzial. Ja. Genau, also ein Potenzial ausschöpfen. Und das finde ich schon, ist erstrebenswert. Aber warum ist das erstrebenswert? Und sind wir da nicht irgendwie auch Kind von der eigenen Zeit? Stichwort Selbstoptimierung, Selbstentfaltung, Individualismus und so weiter. Falls einer jetzt irgendwie ein unglaubliches Talent ist im Pianospielen oder im Gigaspielen oder im Tennisspielen, aber er macht das einfach nicht so gern. Der muss das ja nicht machen, oder? Oder würdest du sagen, du hast ein riesen Talent, hey, du könntest einen neuen Roger Federer oder weiss nicht was werden. Mach doch etwas aus dir. Dann sagt er, scheiss mich an, ich tue lieber am Wochenende daheim. Du hast völlig recht, aber der Perfektionierungsgedanke, dass man eine Eigenschaft muss perfektionieren, der Roger Federer werden, den finde ich in dieser Idee vom sich entfalten ja noch nicht drin. Man würde sogar sagen, jemand, der sich entfaltet hat, typischerweise auf verschiedene Seiten. Ich glaube aber zum Beispiel, würden die meisten sagen, zu einem sinnvollen Leben gehört es dazu, zum Beispiel auch soziale Beziehungen zu haben, Liebe. Ja, aber was ist, wenn es in einem gut geht, wenn er das nicht hat? Also Stichwort irgendwie jemand, der autistisch veranlagt ist oder jemand, der eine Tendenz hat oder einfach irgendwie eine ein asoziale Persönlichkeit ist, die keine Lust hat auf das. Mhm. Also da kannst du doch nicht irgendwie sagen, der Mensch ist so und wenn nicht so lebst du irgendwie an deinem Leben vorbei oder nicht sinnvoll. Finde ich auch heikel. Okay. Ich habe zwei Sachen bis jetzt gesagt. Also Freiheit, Selbstentfaltung, helfen, Altruismus. Dazu kommt noch Sterben lernen. Ich glaube, das ist irgendwie etwas, was das Leben ausmacht. Dass wir dort ein Verhältnis dazu finden, eine Haltung dazu finden. Ich glaube aber trotzdem, wenn man am Morgen immer und immer wieder aufsteht, macht man sich selten die grossen Gedanken. Die macht man sich wahrscheinlich auch. Manchmal überfallen sie einem auch hinterrücks. Aber ich glaube, vieles von dem, von der Routine, die wir im Leben haben und auch von dem Gefühl, manchmal, es ist ein bisschen repetitiv, langweilig und sinnlos auch, ist mir fast so das Gefühl vom wo der Gamü beschreibt, der Sisyphos, der den Felsen aufrollt und er ruggelt wieder ab und er rollt wieder rauf und rollt wieder ab. Und man kann es nicht wirklich ändern. Also alles, was einem würde helfen auszusteigen, wäre der Selbstmord. Ist nicht wirklich eine Option, wenn wir nicht propagieren, findet im Übrigen auch der Gamü eine feige Haltung. Was dann bleibt, ist zum Beispiel so etwas wie eine ironische Distanz. Und das sagt zum Beispiel Thomas Nagel, der amerikanische Philosoph, der gesagt hat, ironische Distanz ist eigentlich die richtige Lebenshaltung oder gehört ganz eng auch zum Sinn des Lebens dazu. Einerseits können die Frage stellen und gleichzeitig immer auch können über sich selber lachen, in dieser Sehnsucht danach eine Frage beantwortet überzukommen, die man nicht beantworten könnte. Das finde ich schön. Ja. Das finde ich schön. Ironie als Lebenshaltung. Beim Gamü gibt es noch einen anderen Aspekt. Er sagt, wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Weil er sozusagen in einen Flow hineinkommt, sich selber vergisst, die ganze Frage vergisst, die ganze Perspektive von Sinn oder Unsinn vergisst und abtaucht in die Sinnlichkeit von dem Fels. Der Schweiß rinnt ihm ab, er stemmt sich an den, er hat das Projekt, er macht das zu seinem eigenen, entfaltet sich so. Also er gibt sich eine Aufgabe, die er erfüllt. Das ist für mich auch eine Form von Sinn finden. Und etwas, was ich noch vergessen habe, ist Liebe. Das haben wir jetzt auch nicht genannt. Ja gut, ist für mich Beziehungen geredet. Die grosse, ja genau, die grosse Sinnstiftung. Und Liebe ist auch etwas von Erweiterung vom Ich. Ich könnte stundenlang über die Frage reden. Und interessant ist, das ist wirklich eine der grundlegenden Fragen der Philosophiegeschichte. Und gleichzeitig muss ich zuletzt immer ein bisschen lachen. Und da kommt mir immer der Reinhold Niebuhr in den Sinn, der Theologe und Philosoph, der mal gesagt hat, jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe den Sinn vom Leben gefunden, ändert sie ihn wieder. Merci. Ja, gut. Irgendetwas. Nein, aber ich finde das eine lustige Position. Man denkt, man hat etwas und dann ist es wieder nichts mehr gewesen. Es ist eben flüchtig. Dass ein gelingendes Leben viel damit zu tun hat, auch ein selbstbestimmtes Leben, das sagt zum Beispiel die Philosophin Beate Rössler. Mit ihr haben wir auch geredet. Und wir haben auch geredet mit dem Remo Largo über die Frage, was ist eigentlich das Leben, das zu mir passt. Schaut unsere Gespräche nachher. Hier.